So, weiter geht's mit der How-to-Drive-Panzerreihe von WOT, mit dem T26-4. Der in meinen Augen wohl beste 8er Premium für Einsteiger. Warum? 8er, 9er Matchmaking. Sehr interessanter Tank, sehr einfach zu spielender Tank. Wie statten wir ihn aus? Wir fahren mit Ansetzer, Turbo, Erbeutet der Stabilisator, einem großen Ersatzteilkisten und einer Kiste Cola. So, die Kiste Cola und die große Ersatzteilkiste ist optional. Muss man nicht. Wenn man mit dem Panzer Credits fahren möchte, lässt man das weg. Wenn man mit dem Panzer Spaß haben möchte, nimmt man das mit. So, gehen wir mal in die Runde. So, hier haben wir natürlich eine wunderschöne 6er Runde erwischt. Was natürlich mit einem 8er Panzer jetzt nicht immer passiert. Ich sag mal, die Runde ist jetzt nicht zu 100% repräsentativ, aber dennoch kann ich hier in der Runde sehr gut den Spielstil von einem T26-4 erläutern. So, wenn wir jetzt in solch einer Runde sind, ist der T26-4 wie ein Heavy zu begutachten. Das heißt, wir fahren hier runter. Das da unten ist die Heavy-Reihe, hier ist die Medium-Reihe. Man kann sowohl als Medium als auch als Heavy hier lang fahren, aber auch nur, wenn man einen gewissen Richtwinkel hat, beziehungsweise einen Turm hat. So. Warum fahren wir jetzt mit dem E4 auf die linke Seite? Weil wir schlichtweg gesehen eine Heavy-Panzerung haben. Also wir haben eine sehr, sehr starke Frontpanzerung. Tut mir leid, Iso, ich bin zu viel am Reden. Wir haben eine sehr, sehr starke Frontpanzerung. Und wie wir die jetzt einsetzen, erkläre ich. Also wir können nicht sidescrapen mit dem Panzer. Das wird nicht funktionieren, weil wir keine Seitenpanzerung haben. Dafür haben wir eine sehr interessante Frontpanzerung. Normalerweise würde ich jetzt erst an die Position fahren, aber dadurch, dass der Panther in die Mitte gefahren ist, werden wir den jetzt erstmal wegsnicken. Das heißt, wir hoffen, dass er einen kleinen Fehler macht, beziehungsweise er hat einen kompletten Fehler gemacht, überhaupt dorthin zu fahren. Den könnten wir jetzt theoretisch abfarmen. Ganz einfach. Ganz wichtig bei dem Panzer ist, jetzt gegen einen Panther, okay, man kann auch mal stehen bleiben, keine Frage, weil der Panther, ich sag mal so, dass der Spieler überhaupt dahin gefahren ist, zeugt nicht davon, dass er weiß, was er tut. Dennoch ist es jeder HP wichtig, den wir haben. Deshalb spielen wir ein bisschen vorsichtig. Wir pushen jetzt nicht dahin, weil wir durchaus von links beschossen werden könnten. Jetzt ist der in Sicherheit gefahren. Jetzt suchen wir uns eine andere Position. Ich denke nicht, dass er nochmal so schnell kommen wird. Jetzt fahren wir auf den Pudel drauf, weil der Pudel gesehen hat, okay, KV-2 hat geschossen. Jetzt könnte er vielleicht auf den KV-2 schießen. Schade, haben wir nicht getroffen, können wir nicht ändern. Wir sehen den Panther wieder. Wir drehen um. Wir fahren zum Panther. Panther hat gerade ganz böse kassiert. Ich denke nicht, dass wir ihn nochmal sehen werden. Wir hoffen jetzt, dass wir den Panther rausnehmen können. Jawohl, wir haben den Panther rausgenommen. So, jetzt haben wir ein bisschen spielfrei rum. Jetzt haben wir da den Type. Der kriegt jetzt auch noch eine von uns. Perfekt. So, wir haben den Panther rechts im Auge, dass er nicht auf uns schießen kann. So. Wir wissen, wir haben eine extrem starke Frontpanzerung. Die werden wir jetzt gleich wie folgt nutzen. Wir fahren jetzt hier drauf. Wir wissen, dass die zwei alleine sind. Wir nehmen als erstes den One-Shot raus, ist ja klar. Zack, Auto-Aim. Egal, soll auf uns schießen. Den stupsen wir einmal kurz an, dass er weiß, dass wir da sind, dass er ein bisschen Stress kriegt. Jetzt fahren wir. Okay, ist schon weg. So, der BZ ist unser nächstes Ziel. Der BZ guckt aktuell noch nicht auf uns. Dem geben wir jetzt eine. Oder auch nicht. Jetzt fahren wir so hin, dass wir ihn besser auf ihn schießen können. Wir hoffen halt, dass er sich nicht dreht. So, jetzt hat er ein Problem. Er kann weder nach vorne noch nach hinten gucken. Wir schießen jetzt einfach weiter auf ihn. Behalten weiterhin den KV-85 im Blick. Also wir fahren auch relativ aggressiv in solchen Runden. Wir lassen jetzt den BZ BZ sein, weil der hat da genug zu tun. Wir holen uns jetzt in aller Ruhe den KV. So, wie machen wir das? Wir bleiben hinter dem Turm. Wir bewegen uns jetzt als vor und zurück. Und warum machen wir das? Dass er keine Chance hat, uns wirklich anzuaimen. Der BZ hinter uns ist gestorben. Das ist gut. Die Kette ist kaputt. Kette sofort drauf, weil der AT-15 kann uns gefährlich werden. Jetzt wackeln wir wieder kurz, warten, bis er geschossen hat und fahren weiter auf ihn. So, jetzt können wir leider nicht die Kette weiter reparieren, aber der KV ist tot. Jetzt haben wir schon ein wichtiges Element gesehen beim T26-4. Das Vor- und Zurückwackeln, damit wir die Panzerung sehr gut variieren können.
Der Panzer hieß früher Wackeldackel, nicht ohne Grund, weil der halt sehr intensiv wackeln tut. Wir versuchen jetzt, dadurch, dass hier dieser Berg ist, den lassen wir jetzt in Ruhe, den AT-15. Wir fahren jetzt hier hin und fahren dann XMF in die Seite bzw. ins Heck rein, ohne dass ihr uns sieht. Weil der AT-15, da müssten wir komplett drauf fahren, bevor wir überhaupt Schaden machen können. Zudem ist es ein 7er Panzer, der interessiert uns erstmal nicht. Jetzt gucken wir, ob wir hier einen Schuss auf den BZ erhaschen können. Versuchen, dass wir 50 Meter wegbleiben. Nein, hat nicht geklappt. Er hat uns outgespottet. Wir machen hier nun Auto-Aim-Schuss. Also wir aimen hier gar nicht. Wir machen nun Auto-Aim-Schuss. So, jetzt haben wir hier unten den Churchill 7. Lassen den WZ oben WZ sein. Der XMV ist tot. Den wollten wir uns hier eigentlich holen. Auch hier wieder selbes Spiel. Wir drehen die Wanne. Wir spielen so viel wie möglich mit der Wanne. Wir haben eben den Schuss von links, also jetzt links, dem AMX bekommen. Wir tun immer die Wanne möglichst frontal zum Gegner halten. Er ist jetzt tot. Jetzt drehen wir um. Schauen kurz nach hinten, wo der WZ ist. Wir wissen, dass der AMX hier steht und der Skoda T27 steht dort auch. Das heißt, wir sind jetzt erstmal kurz gefangen. Bis zu einer gewissen Zeit. So, wir müssen jetzt hoffen, dass unser Team den WZ knacken kann. Beziehungsweise wir müssen den WZ knacken. Jetzt haben wir uns natürlich hier in eine richtig schlechte Position gebracht. Jetzt müssen wir uns den WZ holen. Müssen wir einfach nur hoffen, dass wir nicht aufgehen, während wir hier crossen. Weil wenn wir aufgehen, während wir crossen, kriegen wir von allen möglichen Bobbes geblasen. Schade, nicht getroffen. Jetzt müssen wir ganz schnell hier hin, weil, wie gesehen, AMX und Skoda wird davon schießen. So, jetzt sind wir mindestens aus der ganz blöden Ecke rausgekommen. Jetzt müssen wir einmal kurz überlegen. Wir haben da Panzer. Wenn wir hier so drauf fahren, wird das nichts. Wir müssen den WZ da wegbekommen. Das ist unser höchstes Gut. Wir können aber mit etwas Glück dorthin fahren, ohne dass die uns sehen. Aber der WZ darf uns auch nicht sehen. Wenn der WZ uns sieht, ist vorbei. Das ist jetzt unglaublich stark gepokert. Wir sind offen. Das ist jetzt unser Tod wahrscheinlich. Den haben wir zumindest weggeschossen. Boah, und Glück haben wir auch noch, wie blöd, dass der an unserem Poppes abprallt. Jetzt haben wir den WZ weg. Mehr Glück als Verstand, aber Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Jetzt können wir an die Position fahren, wo eben die WZ stande. Jetzt wissen wir, dass links von uns ein T-103 und ein AT-15A stehen. Jetzt müssen wir ganz doll aufpassen. Jetzt haben wir hier die Ecke. Jetzt müssen wir so rausfahren, dass unser erstes Kettenrad nicht zuerst rausguckt, sondern unsere Panzerung. Wir wissen, dass der AT-15 uns outspotten tut. Das heißt, wir gehen da nicht nochmal gucken. Wir stellen uns jetzt hier, also wir stellen uns jetzt das Batchat-Frack zurecht. Und warten, bis hier hoffentlich mal ein Gegner kommt. Weil wir haben leider zu viel HP gewastet, während wir versucht haben, den WZ rauszunehmen. Wir müssen jetzt dem sturen Emil helfen. Der wird noch im Reload gewesen sein. Mist, wir hätten ihn früher rausnehmen müssen. Das war jetzt nicht gut. Mit ganz viel Glück kommt der STV jetzt auf uns zu. Der wird es jetzt aber ganz, ganz schwer, um uns rauszunehmen. Außer er weiß genau, was er tut. Das weiß er scheinbar nicht. Wir bleiben jetzt erstmal hier an der Kante stehen. Wir haben hinter uns eine ISO, die uns ein bisschen decken kann. Die sieht zwar leider nichts. Jetzt haben wir noch die Ungewissheit AMX. Wo ist der AMX? So, der ist weg. AMX fährt auch da hinten hin. So, jetzt haben wir da noch einen 7er BZ. Jetzt müssen wir zuschauen, dass wir den AMX während dem Cross rauskriegen. Wir müssen uns jetzt beeilen und den AMX rausnehmen.
Die TDs sind alle abgelenkt. Noch. Dreck. Ah, der wird easy durchkommen, wenn er uns trifft. Wir müssen jetzt mit der ISO zusammenspielen. Wir haben aktuell noch High Ground. Das heißt, ich darf jetzt nicht zurückfallen. Wir müssen jetzt, ich muss jetzt hier den Spot abaimen, dass sie nicht an uns vorbeikommen. Genau das, was der TR-103 macht, darf, der hätte nicht passieren dürfen. Jetzt haben wir natürlich ein Riesenproblem hier. Jetzt müssen wir zusammen den AMX M4 rausnehmen. Ah, die ISO hätte jetzt treffen müssen. Das war jetzt nicht so gut. Wir fahren jetzt natürlich hier lang. Wir können hier nichts machen. Wir sind jetzt Proxy offen. Das ist auch nicht gut. Aber wir können das zu unserem Vorteil nutzen. So, wir fahren jetzt im Prinzip wieder auf dieselbe Position wie eben. Wir laden jetzt Gold, weil wir immer noch einen einzigen AP-Schuss haben. Perfekt, die ISO hat ihn rausgenommen. Wir warten jetzt hier in der Ecke. Und warten im Prinzip. Also ich habe jetzt kurz unsere ISO angezeigt, wo ich denke, wo der T103 lang fährt. Wir bleiben jetzt hier stehen und warten jetzt erstmal ab, was passiert. Wenn die ISO jetzt unten lang fährt, fahren wir von oben drauf. Wenn die. Also wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wo der Ton T103 ist. Der ist dort. Jetzt lassen wir uns nicht droppen. Wir bleiben jetzt hier stehen. Wir gamblen jetzt mit ihm. Perfekt, das war ein sehr lucky Shot. Wir versuchen uns jetzt so viel Zeit wie möglich rauszuholen, dass die ISO gleich von hinten kommt. Also wir wollen den T103 gar nicht töten. Wir wollen, dass die ISO ihn klatscht. So, er weiß, dass wir noch da sind. Bam, perfekt. ISO hat ihn rausgenommen. Jetzt können wir hier rausfahren. Und jetzt geht es nur noch um den T15A. Genau. Nee, AT15A. So, jetzt gucken wir erstmal, wo die ISO denkt, wo er ist. Wir gucken jetzt hier einmal aufs freie Feld. Jetzt gucken wir einmal raus und gucken, ob irgendwo was umgefahren ist. Wie gesagt, wir sind immer noch One-Shot. Die ISO ist full live. Wir müssen extrem vorsichtig spielen, ansonsten, wie gesagt, One-Shot ist One-Shot. Wenn wir getroffen werden, sind wir tot. So, ISO fährt spotten. Wir bleiben jetzt, also im Prinzip stellen wir uns jetzt so hin, dass wenn die ISO was spottet, dass wir das sehen. Genau, und der AT-15 hat das maximal Schlechteste gemacht, was er hätte machen können, einfach stehen zu bleiben. Und wir nehmen die ISO jetzt raus. So, wir versuchen hier wieder. Ah, jetzt treffen wir natürlich nichts mehr, gell? So, wir versuchen den Coppola trotzdem zu treffen. Einmal blind schießen. Aber wir gehen davon aus, also wie gesagt, wir versuchen jetzt nicht mehr zu sterben. Weil Tod ist gleichzusetzen mit minus 10% XP. Perfekt. Wir schießen nochmal blind. Ne, brauchen wir gar nicht. Er ist offen. Schade. Ah, der wird auch nicht getroffen haben. Bleiben wir wieder zurück, weil wir nicht wissen, wo der AT ist. Jetzt wissen wir wieder, wo er ist. Jetzt fahren wir wieder vor. Jawohl, und die ISO hatten perfekt GG. Das schreiben wir rein. Und damit haben wir die Runde gewonnen. Und so fährt man den T26-4. Natürlich, wie gesagt, ist jetzt eine Sechserrunde. Ist nicht sehr repräsentativ. Aber ich denke, ich sollte vermittelt haben, wie man den Panzer am besten fährt. Und das war der T26-4. Boah, ist auch krass hier mit den 1700 XP. Ach du Gott. Naja, wie gesagt, das war eine Runde von 1000. Die muss man mal kommentiert haben.